Sehr geehrte Eltern, als Schulleiterin erlaube ich mir zu Beginn unserer Schulvorstellung ein paar Worte an Sie zu richten. Das Europagymnasium vom Guten Hirten ist eine innovative Schule. Wir arbeiten mit viel Engagement für die Zukunft der uns anvertrauten Kinder. Wir nehmen die Verantwortung, Ihre Kinder bestmöglich zu fördern, mit Freude an, bieten einen modernen Unterricht und nützen seit Jahren die neuen Technologien als Werkzeug, um Zugänge zu Bildung zu schaffen. Sehr geehrte Eltern, als Schulleiterin erlaube ich mir zu Beginn unserer Schulvorstellung ein paar Worte an Sie zu richten. Das Europagymnasium vom Guten Hirten ist eine innovative Schule. Wir arbeiten mit viel Engagement für die Zukunft der uns anvertrauten Kinder. Wir nehmen die Verantwortung, Ihre Kinder bestmöglich zu fördern, mit Freude an, bieten einen modernen Unterricht und nützen seit Jahren die neuen Technologien als Werkzeug, um Zugänge zu Bildung zu schaffen. Unser Unterricht ist eine gesunde Mischung aus konservativ und modern. Eine zukunftsweisende Abwechslung aus herkömmlichen Lehr- und Lernmethoden und Blended Learning. Die Erfahrung, in dieser Art und Weise zu unterrichten, ist uns besonders im letzten Halbjahr sehr zugute gekommen. Wir nutzen eine moderne Ausstattung von Beamer bis Laptop, aber sehr wohl auch eine Tafel. Moderne, digitale Unterlagen, aber auch ein gedrucktes Buch. Klassischer lehrerzentrierter Unterricht wechselt sich mit offenen Lernformen ab. Wir bauen auf christlich-humanistische Grundwerte wie gegenseitige Wertschätzung, vertrauensvollen Umgang miteinander, selbstbewusster Empathie, genauso wie auf moderne Schlüsselqualifikationen wie IT-Fitness, Fremdsprachenkompetenz, Teamfähigkeit und Problemlösekompetenz. Unser Selbstverständnis basiert auf vier wesentlichen Säulen: einer guten Beziehungsebene, abwechslungsreichen Unterricht, Leistungsbereitschaft und der erfolgreichen Umsetzung. Alle vier Säulen tragen unsere Schulgemeinschaft und stützen einander. Wenn ich von Beziehungsebene spreche, so meine ich die Beziehungen innerhalb der Schulgemeinschaft, also zwischen Lehrern, Schülern, Eltern und dem Trägerverein. Was hält uns zusammen? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie wichtig ist uns der gute Kontakt miteinander? Wertschätzung, gegenseitiger Respekt und ein zwischenmenschlicher Austausch auf Augenhöhe sind uns wichtig. Ihre Kinder sollen in einer Atmosphäre reifen und lernen können, in der sie sich gut aufgehoben fühlen. Besonders in der ersten Klasse herrscht oft zunächst Unsicherheit. Eine neue Gemeinschaft, ein neues Team bildet sich. Wir haben viele klassengemeinschaftsfördernde Aktivitäten. Einen Kennenlerntag, fixe Klassenvorstandsstunden, das Fach Soziales Lernen und unsere Peers. Das sind übrigens eigens ausgebildete Oberstufenschülerinnen und Schüler, die unsere Erstklässler unterstützen und helfend begleiten. Unser Unterricht soll Relevanz und Lebensnähe vermitteln. Das ermöglichen offene Lernformen, Projekte und Frontalunterricht. Die Mischung macht es aus. Wir wollen Unterricht im Sinne der Individualisierung gestalten, je nach Lerntyp und Interessen. Wir wollen Berührungspunkte zur Außenwelt schaffen, die Welt zu uns einladen und in sie hinausgehen. Wir haben an der Schule insgesamt 4 Sprachassistentinnen und Assistenten, 2 für Englisch und je einen für Französisch und für Spanisch. Wir unternehmen Sprachreisen und organisieren Schüleraustauschwochen, nehmen an internationalen Veranstaltungen teil und spielen Theater. Wir ermöglichen das Ablegen diverser Zusatzzertifikate im Bereich der Informatik, der Sprachen, der Naturwissenschaften und der Wirtschaft. Und nicht zu vergessen, die sportlichen Aktivitäten wie Rudern, Fechten, Leichtathletik. Je nach Interesse kommt jedes Jahr noch etwas Neues dazu. Gute Leistungen stärken unser Selbstbewusstsein. Dazu braucht es ein gewisses Wollen. Leistungsbereitschaft ist uns wichtig.
das möchten wir gar nicht leugnen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und es wäre falsch, nicht darauf vorzubereiten. Aber es ist eben immer die Art und Weise wichtig, wie man damit umgeht. Jede Einzelne und jeden Einzelnen fördern durch Motivation und Unterstützung. So, dass ein jeder sein bzw. ihr Potenzial entfalten kann. Das ist hier unser Motto. Und ich möchte Ihnen auch versichern, dass wir behutsam fördern. Leistung zu erbringen ist etwas grundsätzlich Positives. Das soll nicht verloren gehen, oder? Wir sind eine Schule, von der man spricht und liest. Und das kommt nicht von ungefähr. Wir pflegen Kontakte mit Absolventen, Multiplikatoren, arbeiten mit Betrieben und anderen Schulen zusammen. Trotz unserer relativ jungen Schulgeschichte eilt uns weithin schon ein guter Ruf voraus, wie ich meine. Doch ein solcher muss auch erarbeitet werden und das zeigen die vielen Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler, über die wir uns auch sehr freuen. Dazu ein paar Beispiele. Wir freuen uns über die Spitzenplätze, die unsere Schülerinnen und Schüler regelmäßig beim Fremdsprachenwettbewerb erzielen. Jährlich legen ca. 60-70% der Schülerinnen und Schüler in der 7. Klasse die Unternehmerprüfung ab. Ca. 70% unserer Schülerinnen und Schüler machen die ETDL-Prüfungen und viele legen auch noch die Advanced-Prüfungen ab. Wir sind zertifizierte Ganztagsschule. Die 8. Klassen bringen jedes Jahr ein englischsprachiges Theaterstück auf die Bühne, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Theater Grein, das seinesgleichen sucht. Ich lade Sie ein, einen Blick auf unsere Homepage zu werfen, um noch von unseren gemeinsamen Aktivitäten und Erfolgen viel mehr zu erfahren. Besonders der Bereich WhatsApp dokumentiert unsere bunte, vielfältige Angebote. Die Erfolge des ersten Vierteljahrhunderts Europa-Gymnasium haben gezeigt, wir sind ein verlässlicher Begleiter in einer entscheidenden Lebensphase für Ihre Kinder. Gerade in diesem Alter passiert so vieles. Die Entwicklung vom Kind zum Teenager und in der Folge zum jungen Erwachsenen. Die Pubertät, das Abstecken von eigenen Grenzen, Erlebnisse mit Freunden, die erste Liebe, so manches Scheitern und eben auch seine eigene Selbstwirksamkeit erleben. Wir begleiten Ihre Kinder und Sie gerne dabei.